Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie auch herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Wie Sie wissen, hat die GDL zum 8. Mal zu einem Arbeitskampf aufgerufen, zum längsten Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn. 127 Stunden im Personenverkehr und 138 Stunden im Güterverkehr. Das ist ein Schlag ins Gesicht für unsere Kunden und ein Schlag ins Gesicht für unsere Mitarbeiter. Dieser Streik schadet nicht nur massiv dem Unternehmen Deutsche Bahn, sondern der gesamten Wirtschaft und beschädigt auch das Gut der Sozialpartnerschaft. Damit hat die GDL jedes Maß und jedes Verantwortungsbewusstsein verloren. Mein dringender Aufruf, diese sinnlosen Streiks unverzüglich zu beenden und an den Verhandlungstisch, an den Gesprächstisch zurückzukehren. Nach etlichen Angeboten und Kompromissvorschlägen, nach unserem jüngsten Angebot von 4,7% und auch nach unserem Schlichtungsvorschlag, alles das haben wir am letzten Mittwoch, am 29.04. unterbreitet, gibt es keinerlei Anlass für diese überzogenen Streiks. Und ich kann Ihnen nach vielen Runden mit der GDL-Führung bestätigen, es ging bisher in unseren Gesprächen und Verhandlungen keine Minute lang um Geld, um Arbeitszeit, um Belastung oder Belastungsreduzierung für unsere Kolleginnen und Kollegen. Bei den allermeisten Fragen ging es und geht es der GDL darum, organisationspolitisch die Nase vorn zu haben. Es bleibt ein überflüssiges Muskelspiel der GDL um Organisationsmacht. Über unsere Lohnangebote wollte die GDL bislang noch nicht mit uns sprechen, geschweige denn verhandeln, geschweige denn, dass sie bis heute uns eine Antwort auf unser Angebot geliefert hat. Selbstverständlich fragen Sie sich, genau wie unsere Kunden, warum dauert diese Tarifrunde so ewig lange? Warum können die sich nicht einigen? Ich habe großes Verständnis für diese Fragen. Deswegen möchte ich einiges klarstellen, was die Spitze der Lokomotivführergewerkschaft auch heute wieder behauptet hat. Ausnahmslos falsch ist und bleibt die Behauptung, die DB lehne es ab, Tarifverträge für alle GDL-Mitglieder zu schließen. Erstens, es existiert bereits ein solcher Tarifvertrag. Wir haben im Dezember einen Tarifvertrag über eine Einmalzahlung abgeschlossen für alle Arbeitnehmergruppen, für die die GDL diese Verhandlungsmacht, das Verhandlungsmandat beansprucht. Zweitens, es geht schon lange nicht mehr um das Ob solcher Tarifverträge. Das hat die GDL schriftlich. Da gibt es einen Vertrag, eine Vereinbarung, Unterschriften von beiden Seiten. Es geht um das Wie solcher Tarifverträge. Und über dieses Wie reden wir seit Monaten. Absoluter Unsinn ist, die DB mache der GDL Grundrechte streitig. Oder, wie es zuletzt wohl geheißen hat, die DB trete die grundgesetzlichen Rechte der GDL-Mitglieder mit Füßen. Das ist haltlos und ein wirklich schwerwiegender Vorwurf. Wir verstoßen selbstverständlich nicht gegen Grundrechte. Allerdings, es existiert kein Grundrecht, wonach Tarifabschlüsse genau so und nur so ausfallen müssen, wie eine Tarifpartei, wie eine GDL es sich denn wohl vorstellt. Noch einmal, wir wollen Tarifverträge mit der GDL abschließen, und zwar zügig. Wir wollen für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter fertig werden. Es bleibt aber auch dabei, am Ende müssen Tarifverträge für ein und dieselben Berufsgruppen so ausfallen, dass sie sich nicht widersprechen. Nur weil ein Mitarbeiter ein anderes Gewerkschaftsbuch hat als sein Kollege. Das geht nicht, das stört unseren Betriebsfrieden. Das können unsere Geschäftsfelder so nicht verkraften. Und das gilt für den Güterverkehr, für den Regionalverkehr, wie auch für den Fernverkehr. So und unter solchen Bedingungen könnte niemand arbeiten. Und das zu verhindern, ist unsere Verantwortung. Das ist kein einfacher Job, aber wir haben diese Aufgabe übernommen, weil die GDL alles tut, nur sich nicht mit der EVG hinzusetzen
und zu besprechen, wie diese beiden Gewerkschaften mit uns Arbeitgeber verhandeln und wie sie auf diesem Wege für ihre Mitglieder bestmögliche Bedingungen herausholen. Ein Beispiel, wie wir es zuletzt im öffentlichen Dienst gesehen haben, und wir haben auch dort beobachten können, dass es funktioniert. Und noch etwas, wir spielen nicht auf Zeit. Wir warten auch auf kein Gesetz. Das wäre geradezu fahrlässig für unsere Kunden und auch für unsere Mitarbeiter. Wir wollen Ergebnisse, und das mit beiden Gewerkschaften. Aus keinem anderen Grund als dem der Beschleunigung haben wir der GDL eine Schlichtung über alle Punkte angeboten. Die GDL lehnt das weiter ab, was mir ein Rätsel ist, zumal sie keine Begründung dafür liefert. Und ein solches Verhalten, dieses permanente Ablehnen, das Androhen, das Realisieren von Streiks, kostet Zeit, deren Verlust sie permanent beklagt. Widersprüchlicher kann man sich nicht verhalten. Ich möchte unser jüngstes Angebot erneuern. Es bleibt auf dem Tisch, weil es mehr als seriös ist. 4,7% in 2 Stufen, eine Einmalzahlung, Neuanstellungen, individuelle Schichtplanung, Verbesserungen in allen Belangen, wenn es darum geht, Arbeit und Familie, Belastung durch Arbeit zu reduzieren, zu optimieren. In anderen Branchen, in anderen Unternehmen ist das, was wir angeboten haben, oft das Ergebnis von Tarifverhandlungen, ist ein Abschluss. Übrigens hat auch diese GDL noch in 2014 Abschlüsse getätigt mit Wettbewerbsunternehmen, die auf diesem Niveau oder darunter lagen. Und, ich wiederhole mich da, wir haben über diese Kondition noch keine Minute verhandelt. So geht Verhandeln nicht. Stattdessen setzt die GDL auf Streik, auf Eskalation und meint, mit Druck und mit dem Kopf durch die Wand weiterzukommen. In dem Zusammenhang möchte ich auch auf einen Punkt hinweisen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Die Deutsche Bahn ist ein guter Arbeitgeber. Die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen mit guten Beschäftigungsbedingungen, mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein Unternehmen, das diesen Mitarbeitern Beschäftigungssicherheit bietet. Ein Unternehmen, das in der Branche Eisenbahn mit die besten Sozialleistungen und die besten Einkommen zahlt. Ein Unternehmen, das jedes Jahr über 10.000 neue Kolleginnen und Kollegen einstellt, die gerne bei uns arbeiten. Und daran haben unsere Gewerkschaften in den vergangenen Jahren mitgewirkt. Und es empört mich geradezu, wenn ich mir anhören muss, wie eine GDL diesen Arbeitgeber, der meisten ihrer Mitglieder, diskreditiert. Natürlich kann man immer alles besser machen. Daran arbeiten wir auch. Deshalb, nicht zuletzt deshalb, verhandeln wir ja regelmäßig mit unseren Tarifpartnern und mit unseren Betriebsräten. Und um ein weiteres aus der Welt zu schaffen. Wir haben der GDL sehr wohl Vorschläge zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht. Der Vorstand Wir hat sich den Abbau von Überstunden, von Mehrarbeit in seine Zielvereinbarung geschrieben. Unsere Geschäftsfelder arbeiten massiv und ernsthaft daran. Nur ein Beispiel aus dem Fernverkehr. Dort ist es gelungen, die Zahl der Mehrarbeitsstunden in den ersten 4 Monaten um 13% abzubauen, über alle Berufsgruppen. Und das soll so weitergehen durch verschiedenste Maßnahmen. Und das Ziel für das Jahresende ist ein Abbau um 25%. Auch hier gilt, wir als Arbeitgeber machen, was vernünftig ist. Und wir werden den Teufel tun, etwas zu tun, was dem Unternehmen, den Kunden oder den Mitarbeitern schadet. Alles in allem, die Alles-oder-nichts-Strategie der GDL-Spitze hilft nicht weiter, niemandem. Ich erneuere hier und heute den Vorschlag, uns einen Schlichter zu suchen, eine objektive Bestandsaufnahme zu machen. Denn es gibt Wege heraus aus der Lage. Und wenn denn kein Weg zwischen uns beiden möglich sein sollte, dann wäre die Hilfe eines Dritten der Königsweg. Und deshalb nochmal die Aufforderung an die GDL, diesen Weg zu bestreiten. Dieser Weg birgt für beide Seiten Chancen und Risiken, wenn es um die möglicherweise Aufgabe von Positionen geht. Aber wir gehen diesen Weg, und nochmals, wir fordern die GDL auf, diesen Weg mit uns zu gehen. Streiks bleiben falsch, sind falsch und für niemanden
nachvollziehbar.